Hallo und herzlich willkommen zur ersten Woche der ASPL. Doch, ich bin richtig ausnahmsweise. Wir spielen gegen Panix. Wir spielen heute mit unserem Uber, was lustigerweise nicht geplant war, herzukommen. Na gut, gucken wir mal, was er dabei hat. Es ist eine 50-50 Chance, ob er sein Uber mitnimmt oder sein S-Tier. Er nimmt Uber mit. Okay. Gut, das ist genau das Team, was ich predicted habe. Minus Earthworm. Warum? Warum kein Earthworm? Kloppen. Okay. Gut. Ich glaube, ein Problem weniger für mich. Wir liegen jetzt in McLeisco. Kein Earthworm macht die Sache interessant, I guess. Ja. Weiter. Irgendwas passiert. Ja, Megalith könnte ein bisschen scary sein, I guess, but whatever. Kleisko, Gegen. Vermutlich Maskedara. Kreisberg macht mir halt nicht so viel Schaden, Flautrick macht mir ein bisschen was, ist mir aber eigentlich egal. Protektoron 1, wenn es Maskegato ist. Gegen Sandy Shocks fange ich einfach an. Suspect. Ist mir egal. Der hat ein Eviolite auf dem Ding. Ist mir bewusst, der ist unaware. Yo. Rayquaza ist whatever. Rayquaza ist gar nicht so whatever, aber das ist okay. Das Ding muss gut sein, das Ding. Keine Ahnung, was das ist. Rayquaza ist ein Pokéball. Das können wir schon mal mehr schreiben. Pokéball. Gut. Calyrex ist halt da. Ja? Calyrex kann Misplays forcen. Deal mit dem. Okay. Okay, Airlock, yo. I guess. Das ist nicht das Lied, was ich so erwartet hätte, aber. Er wollte relativ viel von ihm. Der Fable wollte vermutlich das meiste. Ich gehe einfach mal hart für Fable. Wenn er mich Iron Headed, ist das so, aber er sollte es eigentlich nicht. Der Fable gegen Rayquaza. Er kann es dienen, yo, ist mir bewusst. Life Orb kann er nicht sein. Dragon Ascent kann mich niemals zu KO. Dragon Ascent ist der stärkste Move, den er hat. Geht er hier für irgendwie Flamethrower? Ist das okay? Er droppt Draco, gut, ist halt nur zu swim. Er ist vermutlich Special oder Mixed. Ich gehe für meine Rocks. Er hat Draco Meteor. Gut, ja. Damit wissen wir schon mal, er ist vermutlich eher Mixed angehaucht. Er kann jetzt natürlich Iron Headen, ja. Iron Head macht mir nicht so viel, maximal 51%. Wenn er Max Attack wäre, was er vermutlich nicht ist. Ich gehe mal von irgendwie so einem Mixed-Ding aus, 124 erstmal, Pi mal Daumen macht mir 7. Macht mir nicht so viel. Hat Regie für eine Dragon Ascent, die macht mir, wenn er Max Attack ist, bisschen mehr als 50. Er ist Max Attack Adamant. 252. Gegen Adamant. Er hat mich auf Beeple runtergehauen. Deswegen genau 166. Das sind 58%. Ja. Könnte Adamant sein, könnte es aber auch nicht sein. Oder es war die Max Roll. Das sind die beiden Möglichkeiten. Wir protecten jetzt einfach mal. Gucken, was passiert. Er kann jetzt hier gerne nochmal für den Ascent gehen. Das wäre Ascent Nummer 2, den wir wegkriegen. Jo, tut er auch. Hat er die Chance, die Roll zu hitten, wenn er Adamant ist? So die Frage, ne? Ja, könnte er gehittet haben. Ich bin auf 214. 214 ist Chance, mich zu KO'en. Eine Chance, mich zu KO'en, wenn er Adamant ist. Würde der Plus Attack sein? Was sind die Rolls? Die Rolls sind viel zu viel in seinem Favor, dass ich das nehmen würde. Calyrex dürfte den Hit sehr gut nehmen, I guess. Ja, würde er Kleiskow vermutlich nicht.
Mal kurz gucken. Ja, geht. Snorlax nimmt den vermutlich nicht gut. Ich muss mal kurz gucken, wie ich die nehme, wenn die Adamants sind. Weil ich einfach nicht davon ausgegangen bin, dass der Adamant sein könnte. Ist er aber jetzt so und so müssen wir jetzt dagegen spielen. Wir gehen einfach Snorlax. Wir haben jetzt mal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Das ist völlig okay. Wir schreiben Dragon Ascent. Davon hat er jetzt nur noch minus. Also er hat jetzt den dritten verwendet. Schreibe ich mal kurz auf. Jo. So, wie viel machst du mir? Über 50. Jo. Dragon Ascent gegen Snorlax. Wir sind jetzt wieder auf 264. So, ja, genau bei 50, 56, 18. Ich gehe einfach für Protect, weil das ist das, was ich machen muss. Ja. Und jetzt ist der, glaube ich, minus 2 Defense. Genau. Er ist dann minus 3 und dann töte ich ihn auch. Minus 3, jo. Genau, ich bin auf 2. 5. Hatte 12% Chance, mich zu overhauen. Ich gehe ab für die Rock Slide, töte ihn hier. Und hab ihn dann effektiv outplayed. Snorlax geht dafür vermutlich drauf, aber das ist okay. Das sind auch schon eine ganze Menge Dragon Essence, die er jetzt hier verwendet hat. Nämlich 5 Stück an der Zahl. Er geht nochmal dafür, er hat eine 10% Chance, mich zu knockouten. Tut er nicht, kriegt nochmal einen Defense Drop und stirbt. Oder auch nicht. Ist okay. Ist schade. Aber er kann es halt nichts machen, ne? Snorlax hat nicht so wirklich den großen Sinn hier. Hier einfach für eine Protect. Wenn er nochmal Dragon ascenden will, hat er noch 2 Stück. Das ist jetzt natürlich wirklich schade, weil ich ihn halt einfach getötet hätte. Dinge passieren. Fortress nimmt wahrscheinlich doch relativ viel davon, ja. Flamethrower macht auch noch viel. Das war jetzt nochmal 6. Ich gehe einfach für noch eine Protect. Das ist jetzt ein bisschen Scumbaggy, aber ich mach's jetzt einfach, ist mir egal. Ich stall seinen PP davon weg. Ist mir egal. Ja, statt den Rockstar direkt verfehlt, ist natürlich ein bisschen unlucky, aber so ist das Spiel halt. Sonst wäre das gute Rayquaza tot gewesen. Ist schade, aber was will man machen, ne? Klick deinen Move, lieber Pain. Ich liebe sowas, ne? Deshalb spiele ich eigentlich keine nicht 100% active Moves. Hier für Plagued, ich krieg ihn natürlich nicht. Ist aber okay, der tötet mich jetzt hier mit dem Looper. Jo, okay. Gut, dann ist Rayquaza halt jetzt draußen. Ich habe noch 2 Dragon Essence left, das weiß ich jetzt. Gut. Das ist jetzt eine scheiß Situation tatsächlich, aber es ist okay. So vom Ding her. Hätte ich ihn da getötet, wäre halt optimal gewesen. Also wirklich, dann hätte ich das größte Threat in seinem Team einfach eliminiert. War mir jetzt nicht gegönnt, aber ist okay. Aber gut, ne? Wir müssen halt U-Turn. Dann muss der letzte Move Flamethrower. Ja. Maskegato. Okay. Gut, du darfst jetzt erstmal hier sein, so. Dann lässt du den da gehen. Da kann er genau gar nichts gegen machen. Du musst jetzt hier U-Turn. Hoppala, nein, das wollte ich nicht. Dann einfach mal auf den Poxapex Switch enttoxen. Und falls er mich knocken möchte, ist das völlig fein. Newton, genau. Wandlungskunst, schreiben auf, dann geht er in Poxapex. Wie ihr sollt. Newton. Er ist Wandlungskunst. Wie viel Schaden hat er mir jetzt gemacht? Nicht viel, ne?
Er hat auf jeden Fall Rocks genommen. Newton würde mir ungefähr 12% machen, wenn er beendet ist. Hat er aber, glaube ich, nicht. Muss man noch kurz den Discord auf Abwesend stellen. Ich krieg zu viele Pings. Sandy Shocks, okay. Bin auf. Ich krieg einen Tox raus, perfekt. Jetzt 3-1. Er ist zumindest nicht bandet. Maskegato. Er ist aber Adamant auf jeden Fall. Hier kommt Gliscor, er kann nämlich nichts dagegen machen. Er ist Adamant aber nicht bandet. Ja, nee, eigentlich auch nicht. Cool, geh mal für deine Rocks hier. Geh mal für deine Rocks hier, Bruder. Hab ich kein Problem mit. Du stallst dich vermutlich langsam runter. Und ich bin auch gepoisoned. Bitte poison hier. So, aus irgendeinem Grund das zu verkacken wäre jetzt natürlich mega traurig. Ich bin aber poison hier. Alles gut. Ich gehe jetzt einfach für Spikes, weil er mir nichts machen kann. Und ich nicht wirklich große Probleme dagegen habe, wenn er hier irgendwelche Dinge macht. Die Rocks müssen aber relativ schnell weg. Hörfe mit dabei zu haben ist sehr interessant tatsächlich. Ich muss kurz weitere Dinge niederschreiben. Der hat Stealth Rocks wie vorgesagt. Ja, Mega muss halt eigentlich Boots sein. Snorlax zu verlieren ist so kacke. Vielleicht nicht mehr viel für Jan Mega ab dann. Ah, ist okay, ich finde einen Weg. Ich finde einen Weg. Pex. Aus allen Dingen, die du hast, Pex. Okay. Er ist Black Sludge. Keine. Ja, der Ice Beam tötet mich halt niemals. Ice Beam macht er mir knappe 50%. Geht aber für Surfer, der macht 32. Mal Daumen, yo. Wenn ich in mein Pre-Fortress gehe, bringt mir auch nicht so viel. Ja. Ne. Gehen wir einfach mal für den Protect. Wir können ihn ja auch taunten. Ja, war nicht notwendig, dass ich jetzt hier Protect, aber ist okay. Gibt mir ein bisschen Anti-Momentum. Das habe ich so. Er hat Surf hier auf dem Ding. War relativ verständlich. Ich habe zwei Layer Spikes draußen. Ich weiß auch nicht ganz, warum dein Poison-Type der Switch in hier ist, aber nimm das jetzt einfach mal hin. Was machst du? Ist nochmal für den Surfer, okay. Okay. Mach du da mal. Mach du da mal. Im Long Run gewinne ich das. Ich gehe für die drei Layer Spikes, weil die kriegt er nicht mehr weg. Und ich remove jetzt gleich die Rocks. Jo. Macht halt mal. Jetzt gehen wir hier Fortress. Und Rapid Spin einfach auf den. Und mit der Rayquaza gehen. Das ist aber okay. Rayquaza kriegt gut Chip. Und wenn ich keine Rocks mehr da habe, komme ich mit Clefable durch Rayquaza durch. Weil ich weiß, wie viel Schaden er mir macht. Alternativ muss ich noch zwei Dragon Essence stallen und dann ist es eh gegessen. So,
So, wir haben Surf auf dem Ding gesehen. Ja, Mega haben wir leider noch gar nicht gesehen, was ein bisschen schade ist. Grocklaw auch nicht. Sandy Shocks haben wir schon die Rocks gesehen. Maskegard wurde geutert. Vasa hat mir schon drei Moves gezeigt. Und wir wissen, dass der Max Attack Element ist. 5-2 plus. Minus vermutlich Special Defense, wenn er mixt ist. Funkerbuster kommt rein. Jo. Ich würde jetzt hier wieder für den Surf geben, dann auch mir ungefähr. Oh, ja, Double Talk, okay. Nicht Rayquaza, bitte. Rayquaza. Okay. Ich meine, wir sind uns hier obviously einig, dass hier ein Flamethrower kommt. Obviously sehr einig. Und das ist auch, glaube ich, leider, wo ich einen Monster sacken muss. Weil ich keinen Protect auf den guten Mann habe. Gwiz kann, glaube ich, einen Flamethrower into Ascent leben. Flamethrower into Ascent. Ne, lebe ich. Doch, lebe ich, oder? Ja, lebe ich. Easy leben wir den. Wir sind auf 214. 14. Ist garantiert der Tool KO. Und wenn er das macht, nehme ich ihn mir jetzt einfach. Ist okay. Wir nehmen uns das halt was eigentlich. Im 101 Trade. Flamethrower war obvious hier. Ich muss nur das Rayquaza wegkriegen. Dann habe ich's. Ich glaube nicht, dass er es macht, aber ich fret ihn jetzt einfach mal hier mit. Ja, er U-turnt hier. Genau. Ist sein bestes Play. Er geht nicht für die Dragon Essence. Ich will es jetzt wohl noch aufheben. Okay. Du, okay. Kriegst du es halt mega viel, ne? Ich weiß nicht, ob du es überlebst. Ich glaube, du bist tot, oder? Ja, nicht ganz. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wofür du gehen möchtest, aber ich gehe hier einfach Gleisgau. Gut, Wall Switch, der ist ja tot. Ich krieg Recovery. Tu das nicht. Hilfe, Flash Gun. Okay. Macht ein bisschen was an Schaden. Ist aber kein Problem. Stirbt nämlich. Ja, gut, war aber gut von ihm gespielt. Das muss man dazu sagen. Jetzt, da ist du. Freezing Blocks. Sick. Jo. Hier kommt wieder Rayquaza. Ist relativ obvious. Ich meine, muss er. Nana. Nana ist nicht Rayquaza. Nana ist ja mega. Der Boots hat. Okay. Ich will aber trotzdem gucken, was er macht. Der kann sich ja nicht wirklich irgendwie setupen. Der kann nur Speed bekommen und Speed ist jetzt nicht so schlimm für mich. Ich weiß aber auch, er ist nicht Specs so. Das ist ein. Wie heißt denn das Ding? Ja, mega. Hat kein Life Orb, er ist Boots. Boots, er ist Slash gegen. Ein Klisko. Macht 42. Ich habe nicht so viel gegangen, ist scheiße, ich habe weggeguckt. Hat der Speed Boost? Das ist jetzt die wichtige Frage. Nein, hat er nicht. Erst Tinted Lights. Okay. Okay. So, wie machen wir das jetzt noch? Die Duty Boots ist das. Was werfe ich denn jetzt hier ab? Ich glaube, es ist du leider. Ich glaube, ich muss mein Gala Weezing abwerfen
um dann in mein Calyrex Eis zu gehen. Und Backbass immer noch sehr gut getroffen wird. Ja. Nimm dir das Weezing, das ist okay. Backbass. Jo, okay. Hier für den Backbass. Das ist halt scheiße, dass mein Dings weg ist. Ich opfer den jetzt hier. Und dann muss ich gucken, wie ich spiele. Das ist zwar eine gute Antwort für das Maskagato, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Backbass again. Ich überlebe den und töte dich. Unschön. Ja, töte ich dich? Ne, tue ich nicht. Aber okay. Gut. Was ich jetzt natürlich gucken muss, ist Clefable gegen Jan Mega mit Terra Flying. Flying. Battle. Wie viel bin ich? Ich bin 1, 2, 1. Terra Flying. Air Slash macht mir nicht genug. Okay. Ja, ich gehe für den Flame Throw. Backbass, Connector tötet mich. Optimal. Gut. Das ist eins der Monster, das ich loswerden muss tatsächlich. Damit ich anfangen kann, Pressure zu machen. Ich will den Fortress von dem. Fortress von Terra Flying könnte den auch noch machen. Ich krieg hier Rocks. Gegen. Das muss ich kalken leider. Dann steht Oko. Wenn ich 6% höher bin, bin ich bei 60. Dann sterbe ich nicht mehr. Doch, tue ich immer noch. Gut, wir müssen nicht gehen. Ist okay. Terra Flying überlebe ich tatsächlich. Würde ich den mit einem Rapid Spin? Ganz blöd. Das ist halt jetzt wirklich unschön, wenn ich ihn nicht. Wenn ich sterbe hieran. Aber Jan Mega an einem Fortress mit 288 dürfte mich mit dem Air Slash nicht töten, ja. Ich könnte die Rocks wegkriegen, sonst bleiben die nämlich ewig. Habe ich nur. Ja. Ich muss hier Rapid Spin. Das ist völlig fair. Das ist easy. Alles easy, alles easy, alles easy. Alles easy. Terra Flying tötet mich nämlich nicht. Das ist schon modest. So. Ja, Jaws, okay. Er gibt mir einfach für free. Gut. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme das jetzt einfach mal. Gegen Escadara. Und einfach die Zerfriss. Knockoff macht mir jetzt nicht so viel. Body Press tötet dich halt. Ich werde aber niemals irgendwas outspeeden in meinem Leben. Also drücke ich einfach. Ja, Reg Wasser tötet mich sowieso. Egal was ich mache. Ja, für die Body Press. Dryo Ball wäre der bessere Play gewesen. Ja. Genau, Knockoff ist okay. Ich nehme den. Jo. Dann haben wir hier das Team Fortress. Ja. Dann haben wir Jan Mega. Wir haben Rayquaza. Wir haben Crocolore und wir haben Toxapex noch. Das ist okay. Das ist A-okay. Weil man relativ bald in Calyrex gehen kann. Das ist alles in Ordnung. Na. Ja, mega. Gut, ist der Terra Flying tötet der mich halt hier jetzt. Der Fortress auf 214 gegen Jan Mega. Mega Speed Boost Sweeper. Mit Terra Flying. Das ist immer noch live auf. Flying. Air Slash. Ist ein garantierter, wenn er nicht Terra tötet, der mich nicht. Das ist das, was ich wissen wollte. War schon davor bereit, den zu sacken. Du gehst für Backbass, der tötet mich nicht. Der tötet mich, weil er mich crittet? Nee, okay.
Na, er hat eine kurze, kleine Chance, mich zu opfern. Ja, das ist legitim. Wie sieht das mit Clefable jetzt hier gerade aus? War das jetzt mein Missplay? Er ist Tinted Lands gegen Clefable auf 1. So garantiert tötet K.O. of the Leftovers. Kann mich nicht töten. Okay. Okay, okay, okay. So. Nehmen hier einfach mal für einen Wish. Der tötet mich hier nämlich nicht. Egal, was er tut. Der ist Heavy Duty Boots. Er hat eine kleine Roam, mich da gerade zu töten. Das war ein bisschen unschön, aber ist es halt so. Können wir jetzt nicht ändern. Clefable ist jetzt gerade so mein Last Man Standing, I guess. Kleisko kann das Game auch noch beenden, wenn das Ding weg ist. Und Aikwaza, obviously. Okay, er gibt mir den Free Wish. Das ist gut, das ist sehr, sehr gut. Toxapex, okay. Mach. Mach. Ich muss jetzt leider einmal Protect drücken. Kannst du machen. Ist mir eigentlich egal, wie viel Leben du nimmst oder nicht. Ich drücke einfach mal Protect. Kann eigentlich nichts gegen mich machen. Ich krieg mein Clefable wieder voll. Das war ein Throw auf seiner Seite, eindeutig. Wir haben Surf von dem Ding gesehen. Wir sehen vermutlich Toxic. Ich brauche Clef as full as possible. Aikwaza dürfte nämlich am Moonblast schon sterben. Protect. Oh. Ich finde Recover, okay. Nehme ich. Das ist mir eigentlich gerade mal egal. Ist es problematisch, wenn ich getoxikt werde? Vermutlich, ne? Wir haben Recover gesehen. Kleisko. Lass mal kurz überlegen, wie problematisch das ist. Es ist eigentlich gar nicht so problematisch jetzt für den Moment. Ich wish jetzt einfach mal. Der kann hier für Toxic gehen. Ich gehe fest davon aus, dass er das hat. Geht mit Surf, okay. Ja gut, das Best Case Szenario hier. Jo. Damit geht mein Kleiscore wieder voll. Jo, mach mal, surf mal. Jo, wissen wir. Macht Schaden. Wish came true. Poison hier. Jo. Zurück in Cafe. Ist der Moment? Er hat zwei seiner Moves gezeigt. Ich weiß, er hat Surf. Wie viel macht Kleiscor gegen den, wenn ich Earthquake? Kleiscor gegen Toxapex. Pex, Earthquake macht 50%. Wie mal Daumen. Er könnte jetzt aber auch in Jan Mega gehen. Also ich will es mal nicht riskieren. Und komm, YOLO. Sonst machen wir es eh nicht. Gegen Calyrex. +1/+1. +2. Ich meine fast. Surft hier für ein paar zerbrochene. Jo. Geh einfach mal für den Carmine. Wenn du mich toxikst du mich, das ist mir relativ egal tatsächlich. Der wird jetzt nämlich in Grob Color gehen. Ja, macht mir aber zu viel. Okay, dann macht das Ganze ein bisschen kaputt. Ja, aber Kleisko kommt einmal rein und drückt. Warte halt, ne?
Ich weiß, aber das ist mein liebstes Szenario hier. Bleib drin, toxisch nicht, oder? Jo. Plus 2. Ist okay. Ich hätte sehr, sehr gerne Taunt auf dem gespielt, bin ehrlich. Wenn der Crocolaw geht, ist das so. Man muss schön langsam den Weg spielen. Ist auch völlig in Ordnung. Jetzt, wo Öffner dabei ist, hätte ich mir eigentlich gewünscht, Toxic auf Kleiskor, das würde einiges viel leichter machen. Genau. Hast du Haze als letzten Move? Mehr 10. Ja, schon. Gut. Ich gehe jetzt einfach für eine Stalk Power. Wenn er nicht bedeft, ist es der Tod. Er ist bedeft, gut zu wissen. Geht für eine Recover. Hätte die dich hier? Oh, sehr gut, ne? Ich bin einfach nochmal für eine Karte, meint. Ich meine, ich brauche das Ding nicht mehr für nichts. Ich kann mit Gefable das Game gewinnen. Du bist jetzt eh nochmal für eine Recover. Genau. Sein letztes Mal. Ja, du bist ja mega abwerfen, was eigentlich sehr gut für mich ist. Entweder gibt es den oder ja mega. Wäre beides sick für mich tatsächlich. Es wäre beides sehr, sehr sick, weil dann macht Clefable den Sack so oder so zu. Okay. Ja, mega oder Rekbasa? Welche von beiden kriege ich? Ja, na, den Kleinen gibst du mir, okay. Den Kleinen gibt er mir. Nehme ich. Nehme ich. Jo, nehmen wir uns den Clan, ist auch okay. Dun, 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 dun. Schade, hat nicht so viel gemacht, wie ich wollte. Ich wusste, ich hätte irgendwie Substitute spielen sollen. Aber ist okay. Substitute wäre so cool gewesen, Alter. Heilige Scheiße. So, wir gehen Clefable. Beten, dass er nicht Toxapex geht, aber wenn er Toxapex geht, drückst du einmal Earthquake, dann ist es gut. Dann habe ich auch gewonnen. Hier bitte nicht Toxapex. Wird Toxapex. Na, ja. Nee, doch, war alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Moonblast. Nicht nachdenken, Moonblast drücken hier. Alles, was wir machen müssen. Oh. Krieg den Toxic raus. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum hast du das nicht gemacht, der Play? Naja, passiert. Passiert. Ich hab gar nicht so viel Probleme damit, glaube ich. Natürlich kann ich jetzt nicht das lange Spiel mehr spielen, aber. Damit habe ich verloren.
bin mir noch ganz sicher. Wenn Wish, er geht für einen Surfer oder so. Ich glaube, hiermit habe ich verloren, das ist kacke. Das ist mehr als kacke, nur weil ich Taunt auf Gleis gehabt. Scheiße. Ah, das ist blöd. Ich hätte irgendwie Toxic oder sowas spielen müssen, dann hätte ich gewinnen können, aber so leider nicht. Ich gehe negativ 0 raus, leider. Ich muss ja auch für Moonblast gehen. Wenn er hier doppelt, dann muss ich nämlich noch gewinnen. Wenn hier ein ja mega doppelt habe ich. Ja, GG. GG ist. Ich falle jetzt auch mal auf den Bait rein. Ja, genau. Ich meine, stört mich halt nicht, ne? Gleisko beendet es auch mal rein. Gleisko beendet es hier jetzt auch alleine. Gehen hier jetzt jedoch für den Wish. Gross, gibt uns Scam. GG. Gegen den Meister des Stores spielt man kein Store. Was soll ich sagen? Ja, ich habe das safe und solide runtergespielt jetzt hier im Endgame. Rayquaza stirbt jetzt on Rocks. Ich habe die Predictions gemacht, die ich musste. Er hat sich wacker geschlagen, tatsächlich, muss man dazu sagen, dass er wirklich, wirklich solide hier am Ende gespielt hat. War aber leider nicht genug hier. Ich meine, er hat theoretisch noch die Chance, mich zu critten. I guess. Toxapex. Pex. Wenn der hier mit dem Surf crittet, könnte der mich hier töten. Geht für den Surf, obviously. Rettet mich nicht. Damit ist das GG, meine Freunde. Good Game on Pain. War ein lustiger kleiner Kampf. Ich habe es mir ja vorgestellt, anders zu spielen. Ich habe aber am Anfang ein paar fehlerhafte Entscheidungen getroffen, die mich jetzt leider dazu gebracht haben, am Ende dann noch das Game zu verlieren. Also nicht zu verlieren, sondern höher zu verlieren, als ich es hätte gesollt, meiner Meinung nach. Aber das ist okay. Wir nehmen uns das Game jetzt hier mit. Das war Woche 1. Wir haben den Erstgegner in einem 60-Minuten-Kampf leicht gestallt. Ja. Stall ist ein Zeitspiel. Ich wusste, was ich tue. Pain scheinbar leider nicht. Er hat es aber wirklich probiert. Er hat wirklich, wirklich probiert, hier durchzukommen. Und ja, es ist ein längeres Game geworden jetzt gegen Ende. Der Fable kriegt noch einen Kill auf Rayquaza. Da ist du Clef. Und da ist du Kali. Da ist du Clef. Und da ist du Gleisgow. Ja. Pex ist zu low. Wir drücken jetzt Earthquake und beenden das Game. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das wird irgendwie spannender gemacht. Also macht euch mal keine Sorge. Ich sehe jetzt hier eine Stunde lang Storykampf schwer genug. Aber jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und mit David gesagt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Peace. Schaut uns auf Pain und dann die ganze Liga und alle sind alle unter der Description, checkt die out, was auch immer. Nice. Peace.